mein Name ist Bärbel Born und ihr seid hier auf meinem Kreativkanal. Heute machen wir eine ganz einfache Pop-up-Karte. Ja, hallo und los geht's erst einmal mit Stempeln. Wir brauchen ein Stempelmotiv. Dafür drucke ich auf einem Bastelpapier von Faltkarten alle Links zu den Produkten, sofern ich welche habe für euch. Die gebe ich euch unten in der Videobeschreibung. Zunächst einmal meinen Stempel einfärben und dann auf das Bastelpapier drucken. Ich habe hier einen Stempel benutzt, den ich selbst entworfen habe. Ein Hund, der ein Schild im Maul hat. Und zwar, um eine Nachricht zu verbreiten. Genau. Und die Nachricht, die kommt gleich in dieses Schild hinein. Das stempel ich dann mit einem zweiten Stempel. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu erzählen. Ihr seht ja, wie das geht. Und dann den Stempel trocknen lassen. Und dann kann ich ihn im weiteren Verlauf ausmalen. Koloriert habe ich heute mit den Pittstiften von Faber-Castell. Die haben die besondere Eigenschaft, dass die nach dem Malen dann auch fast wasserfest auftrocknen, was ich sehr mag. Und ansonsten benutzt ihr einfach, was ihr habt. Buntstifte, Aquarellfarben, ganz wurscht. Hauptsache, ihr gebt dem Ganzen so ein bisschen Farbe. Hier habe ich den Hund mit braunen Farben ausgemalt. Später kommt noch ein bisschen Rosa für die Ohren dazu. Und das Schild bekommt eine leichte blaue Schattierung, damit das Ganze so ein bisschen plastisch wird. Und so wie ihr hier gesehen habt, benutze ich die Farben erst einmal so neben dem Motiv, um auszuprobieren, wie die sich denn auf dem Papier verhalten. Da gibt es ganz, ganz viele Kombinationen von Farbe, von Papier. Da werdet ihr vielleicht eure Lieblingstechnik haben. Ansonsten werde ich euch auch noch in Zukunft weitere Ausmalvideos machen. Hier, dieses Motiv ist jetzt fertig ausgemalt. Super geworden. Und dann geht's ans Ausschneiden, denn für meine Pop-up-Karte brauche ich natürlich das Motiv ausgeschnitten. Auch hier wieder ein Bastelpapier von Faltkarten, diesmal 220 Gramm. Das ist schon so ein richtig festes Papier, Fotokarton sagt man auch dazu. Und weil dieses DIN A4 Blatt ist mir zu groß für eine Grußkarte, halbiere ich das. Und dafür habe ich mir dann als Schablone quasi hier ein normales Briefpapier mal halbiert und zeichne diese Linie an, sodass ich aus dem großen A4 Faltkarten-Bastelkarton dann zwei Grundkarten machen kann. Ihr werdet gleich sehen, warum ich eine zweite Karte brauche. Jetzt kommt die Pop-up-Magie. Ich habe genauso ein Video schon einmal vor vielen Jahren gemacht, aber die Bildqualität ist leider nicht mehr ganz aktuell. Darum heute noch einmal die gleiche Technik. Ich schneide einen Steg mit zwei parallelen Schnitten mit der Schere einfach in die Karte hinein, etwa in der Größe von meinem Motiv, etwas kleiner, und knicke diesen Bereich ein paar Mal hin und her, sodass ich das dann hinterher gut in die andere Richtung falten kann. Knick, 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 knick. Ob ihr das jetzt einmal oder zehnmal macht, ist eigentlich ziemlich wurscht. Aber mehrmals knicken erleichtert das Ganze. Und jetzt kommt eine Zeitlupe, damit ihr seht, dass ich von hinten mit dem Finger gegen diesen Schnitt, diesen Ausschnitt drücke und zack, kommt er nach vorne. Das geht ganz, ganz, ganz einfach und das schafft jeder von euch. Sogar kleinere Kinder können diesen Trick schon anwenden. Yay! Nur
Nun klebe ich mein Motiv auf diesen Steg und schon ist eigentlich die Pop-Up-Karte fertig. Wenn ich das dann aber so hoch biege, seht ihr dieses Loch von hinten. Und das ist ja nicht sehr hübsch. Also so möchte ich die Karte eigentlich nicht verschicken. Und dafür brauche ich die zweite Karte in der gleichen Größe. Und die klebe ich nämlich jetzt von hinten gegen die vordere Karte. Und schon ist das Loch verdeckt und die Karte sieht von beiden Seiten schön aus. Kugelschreiber habe ich dann noch eine persönliche Botschaft auf der Karte hinterlassen. Da war ja noch jede Menge Platz. Ich hoffe, diese Grundanleitung hat euch gefallen und ihr habt eigene Ideen. Zum Beispiel könnt ihr ein gemustertes Papier verwenden oder einen ganzen Brief in diesen Hintergrund schreiben. Dieser eine kleine einfache Steg bietet euch ganz viele Möglichkeiten, eine wirkungsvolle Pop-Up-Karte zu machen. Ihr seht die Mechanik nochmal von der Seite und seht, dass man den ganz flach zusammenlegen kann, um diese Karte dann in einen Briefumschlag zu stecken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und natürlich abonnieren, Daumen hoch, ihr kennt das ja und lasst mir doch mal in euren Kommentaren einen Hinweis, ob ihr vielleicht Lust auf weitere Pop-Up-Karten habt. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Vielen, vielen Dank, eure Bärbel und ich hab euch lieb.